Moin, meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Das wissen die nie. Heute Hallo. Mit unseren Kandidaten, Gegnern, wie auch immer, Team Sebastian und Christian gegen Team Brammen und Peter. Wir machen die weg. Schönen guten Tag, hallihallo. Und es gilt wieder darum, Fragen zu beantworten aus den Kategorien Literatur, Musik, Sport, Politik, Videospiele, Tiere, Biophysik, Chemie, Filme, Essen und Trinken, Technik und Wissenschaft, die 2000er und Kinderserien. Nice. Und Sebastian und Christian dürfen jetzt den anderen die Kategorie aussuchen, aus welcher sie eine Frage beantworten müssen. Wenn sie die Frage richtig beantworten, also Peter und Dennis, bekommen sie einen Punkt und Christian und Sebastian Minuspunkt. Und wenn sie die Frage falsch beantworten, bekommen sie 0 Punkte und Christian und Sebastian 2 Punkte. Oh, yes. Und ich fangt an. Christian, also ganz viele Kategorien, die ganz einfach sind. Musik sollten wir denen geben, oder? Habe ich auch kurz drüber nachgedacht, ja. Weil die sind beide so musikalisch wie mein Pups auf dem Klo. Gut, das hat ja damit nichts zu tun, aber gucken wir mal. Wir sind ja, Musik Main. Ja. Ja, können wir jetzt okay. Easy machen, Musik, gar kein Thema. Vor allem wir werden auch richtig crap in Musik, also ich zumindest in Musik. Welches dieser Lieder hat Justin Timberlake nicht gesungen? Ja. Ja. Scheiße, das könnte ich. A. Something Beautiful. B. Cry Me a River. C. Rock Your Body. Oder D. Can't Stop the Feeling. Okay, Peter. Der war bei den Backstreet Boys, oder? Was? Nee. In Sync war der doch. Ich bin ganz froh, dass wir die Frage nicht haben. War der bei NSYNC? Ich hätte die beantworten können, Christian. Echt? So weil, 100%. Ich hab keinen Schimmer. Hier, bei der Song Rock Your Body ist doch von den Backstreet Boys, oder? Du hast, glaube ich, recht. Der war doch nicht bei den Backstreet Boys. Justin Timberlake war nicht bei den Backstreet Boys. Oh my God, be back again. Ich weiß nicht, ob der da war, aber deswegen. Aber ist NSYNC nicht Robbie Williams? Ja, das kann auch sein. Aber Justin Timberlake war nicht bei den Backstreet Boys. Ich hatte damals Bravo-Poster von den Backstreet Boys bei mir im Zimmer hängen. Und da war nicht Justin Timberlake drauf, meine ich. Ja, hey, wenn, also dann... Außer ich bin jetzt komplett gefailt, aber ich meine nicht. Moment, kannst du die anderen nochmal vorlesen, Jay, ganz kurz? Natürlich, ich kann immer wieder... Also welches dieser Lieder hat Justin Timberlake nicht gesungen? Something Beautiful, Cry Me a River, Rock Your Body, Can't Stop the Feeling. Okay, und Cry Me the River hat er auf jeden Fall gesungen. Ja, und ich glaube Can't Stop the Feeling auch, aber da bin ich mir nicht wundert. Can't Stop the Feeling! Also, okay. Ganz ehrlich... Wenn das eine von den Backstreet Boys ist und wir denken, der ist nicht bei den Backstreet Boys gewesen, dann sollten wir das doch nehmen, oder nicht? Nee, das Problem ist, ich dachte, der wäre bei den Backstreet Boys gewesen. Ach so. Nee, Moment, aber die Backstreet Boys haben sich doch reunited und die sagen sie auch im Song, we are back again. So, wir sind wieder zurück und dann waren die doch einer weniger. Das heißt, das passt trotzdem. Echt, haben die auch noch einen verloren? Ja, die haben doch so eine Reunion gemacht. Aber Backstreet Boys war doch Nick Carter und so. Sind die nicht viel älter als Justin Timberlake? Alter, ich bin gerade so lost. Aber wir können, Peter, du bist nicht so lost wie ich. Ich habe Justin Timberlake erstmal mit Justin Bieber verwechselt. Wir können die Antwort nehmen. Ja, dann lass die nehmen. Rock Your Body. Ja. In dem Rock Your Body. Ja. Antwort Holy C. Shit, Alter. Das war lustig. Was ist die richtige Antwort, Sepp? Ah. Something Beautiful. Ja. Das ist korrekt. Das ist die richtige Antwort. Damit habt ihr eine falsche Antwort gegeben. Scheiße, war der bei den Nein! Aber Rock Your Body ist nicht von den Backstreet Boys? Nein, das ist sein Lied, Rock Your Body. Dass die Backstreet Boys in ihrem Song irgendwie auch so ein bisschen Rock Your Body sagen. Ist Rock Your Body. Das ist ein anderes Lied. Nee, das ist Everybody Now, oder? Das heißt ein anderes Lied. Der hat einen anderen Namen. Das ist einfach ein anderer. Daraus. Alter, und ich denke mir, das ist irgendeine Antwort. Und ich denke mir so, Alter, du Idiot, das ist doch nicht von Justin Bieber. Der war doch nicht bei den Backstreet Boys. Bram und Pete haben die Frage falsch beantwortet, was bedeutet, dass sie logischerweise 0 Punkte dafür kriegen. Gott. Christian und Sepp bekommen dafür 2 Punkte. Alter, das war... Ich das kann nur gut mich, werden, Leute. Ich hätte mich fast gemutet. Und jetzt... Ja, Peter, das ist okay. Scheiße. Aber er war nicht bei den Backstreet Boys zumindest. Und ja, das ist eine Verwirrung, die konnte man machen. Das kann ich, das ist okay. Aber eine neue Kategorie auskacken. Ich war in anderen Kategorien nicht bei den Backstreet Boys. So, Pete, was hältst du, wenn wir den einfach mal schön Politics drücken?
Hallo? Lass mich gerade mal überlegen. Okay, ich dachte gerade, du wärst vielleicht Rechner abgestürzt oder so. Nee, nee, alles gut. Politik finde ich gut. Ja, okay. Ja, das Politik. Ist ja, Politik. Ja, okay. Politik. Wie viele Direktmandate benötigt eine Partei, um in den Bundestag einzuziehen, wenn die 5%-Hürde nicht geknackt wurde? Fuck. A1, B3, C5 oder D, wer weniger als 5% hat, muss draußen bleiben. Ich glaube, es ist das Letzte auf keinen Fall und ich glaube, es ist B bei dem, was wir da alles besprochen haben. Dry. Also wenn B3 ist, dann... Warte mal, was war denn überhaupt? Das Letzte habe ich jetzt nur mitbekommen. A war 1, B war 3, C war was? 1, 3, 5, keine, wer weniger als 5% hat, keine, 1, A und D ist Quatsch. Und 5 ist viel zu viel, glaube ich. Also die kommen ja mit 3 jetzt rein. Also muss das ja 3 sein. Dann kann 5 ja auch nicht sein. Sehr gut. Da habt ihr sehr gut aufgepasst. Die Linkspartei ist ja genau deswegen drin. Und das ist absolut korrekt. Danke, ihr bekommt einen Punkt. Und Bram und Pete bekommen einen Minuspunkt. Das war aber auch eine einfache Frage, muss man sagen. Justin Bieber, jetzt war ich auch schon bei Justin Bieber. Ja, Justin Timberlake war auch riesig. Kicker schnell. Ja, 20 Jahre ohne schon krass. Also Christian, was geben wir denen denn so? Ah ja, stimmt, wir müssen ja jetzt wieder gucken. Ach, nee, keine Ahnung. Es geht jetzt wieder in die andere Richtung. Das scheint ja je nachdem zu sein. Also ich kann dir sagen, leichte Fragen, also Literatur hätte ich jetzt nicht so gerne. Aber Peter hatte deutsche LK und weiß trotzdem nichts. Ja, aber guck mal, bei dem ganzen Rest hätte ich jetzt gesagt, da kann zumindest was kommen, wo ich mir eine Antwort vorstellen kann. Bei Literatur, da sind die Fragen schon eher... Da kann auch eine leichte Frage kommen, ja? Irgendwie, wie hieß Wilhelm Tell mit Vornamen oder so? Ja. So, A, Wilhelm, Gustav. B, Franz, ne? Aber... Sollen wir den Literatur geben, meinst du? Ich wäre für Literatur. Ja, nehmen wir Literatur, komm. Du hast jetzt noch eine für eine andere Kategorie. Nee, das ist natürlich auch nicht unsmart, einfach die schlechten Themen quasi dem Gegnerteam zu geben. Wenn man ja, da bin ich auch bei Christian. Also Literatur hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja, okay, das heißt Literatur gehen an Bram und Piet. Und die Frage ist, wie viele Jahre widmete Goethe der Arbeit am Faust? An Faust? Hat er dann einen Monat geschrieben. Ne? B26, C40 oder D64 Jahre? Wer hat da so gedacht? Der Bram ist es, okay. Ja, ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab absolut keine Ahnung. Ja, das hat so deutsche LK gehabt, Mensch. Ist das so ein Ding gewesen von Goethe, das er über sein ganzes Leben gemacht hat? Weißt ja, das du, kann also ich, weil es gibt auch Nachfolger. Hä? Gibt es ja noch Faust 2. The Reckoning. The Reckoning of Faust. Also okay. Das kann zumindest nicht sein ganzes Leben gewesen sein, aber er gibt doch Faust 2, so viel ja, weiß ich. Aber vielleicht hat er beide zusammengeschrieben, hat die dann einfach unterteilt? Ja, das kann natürlich sein. Ja, das also, weiß ich nicht. Wir machen hier Faust, ne? Wie lange habe ich es geschrieben? Mein ganzes Leben und am Ende mache ich Teil 1 und Teil 2, weil ich dann mehr von meinem Verlag bekomme. Oder so ein Scheiß. Wie viele Jahre waren da zur Auswahl, Jonathan? A4, B26, C40 und D64. Okay, Bram, immer ich würde entweder das wenigste oder das meiste nehmen einfach. Dann wäre ich für das meiste. Dann wäre ich okay, eher weil für ich habe wirklich legit weniger. Keine Ahnung, so gar nee, nicht. Nee, ich auch nicht. Das ist das Einzige, was ich mir so erklären kann, dass das so ein Ding ist wie George R. R. Martin, weißt du, so alle hoffen, dass, so jeder hat gehofft damals, dass der Faust bis zu seinem Tod noch schafft. Ja, aber dann Cliffhanger aufgehört. Und dann hat er wohl Teil 2. Hat direkt einen Zweiteiler gemacht, wenn du sagst, dass Faust zwei Teile sind. Ich habe Faust gelesen, ich wusste aber nicht, dass da zwei Teile sind. Es gibt halt noch Faust 2. Als Buch. Ja, kann sein. Ich dachte, ja, Peter, als Film wäre auch... Also vielleicht gibt es das auch als Film. Ja, lass die meisten nehmen, drauf geschissen, ich habe eh keine Ahnung. Lass die meisten nehmen, also D. 64 Jahre. Ja, naja, ist der überhaupt so alt geworden? Wahrscheinlich nicht. Uff. Also na, egal, nehmen wir trotzdem. Bei der Frage wäre ich genauso rangegangen ja, wie die. Glaube ich auch. Also wir wären auch total aufgeschmissen gewesen. 64 Jahre ist... Richtig! Was? Was? Ja, hat er, voll, Alter! Hat er zu seinem Tod einfach einen Zweiteiler draus gemacht? Oh. Hier, ihr Spacken.
Damit bekommt ihr logischerweise einen Punkt, geht auf 0 hoch. Und so, Christian das. Und Sebastian gehen auf 2. Deine Frage. Na, ich werde was, Entschuldigung, Frage. Was war deine Frage? Ich wollte wissen, ob Goethe dann kurz vor seinem Tod einfach gesagt hat, hier ist Faust 1 und 2, viel Spaß. Goethe ist alt geworden. Jetzt muss ich nachgucken. Ja, jetzt muss ich rechnen. Der ist ja, da kannst du mal von ausgehen, dass du öfter nachgucken musst. 1749 geboren und 32 gestorben. Das heißt, er ist 51, 83 geworden. Respekt, Bro. Ja. Genau. Ganz easy. Hatte bis 1805 mit Schiller zusammengearbeitet. Na, krass. So, jetzt dürft ihr natürlich wieder eine Kategorie weiterballern. Und komm, ja, könnt noch auswählen aus Bram, Sport, Videospiele, Tiere. Wir sollten wirklich eine Kategorie nehmen, die wir einfach auch nicht wollen. Okay. So wie Sport dann, zum Beispiel. Oder... Dann, nehmen wir Sport, aber Moment, also... Ist meine Liste nicht vollständig? Ich sehe keinen Sport. Erste Zeile. Ah, lol, neben dem Namen. Jo, neben dem Namen. Ja, dann von mir Sport. Weil ich, uns beide sehe ich nicht wirklich bei Sport. Und das kann sein, dass die da gut drin sind, aber keine Ahnung. Ja, das wird kann nur die Hallen-Jojo-Weltmeisterschaft sein. Ja, ja. Ja, okay, also wir nehmen Sport. Oh, ja. Okay. Wer wurde Formel-1-Weltmeister 2020? Kleiner Scherz. Ich wollte nur Peters Gesicht kurz sehen. Die richtige Frage ist nämlich, Peter, wer wurde Formel-1-Weltmeister 2019? Was bezeichnet man im Tennis als Long Line? Ja, also die lange Linie, Long Line. Ja. Zusammengeschrieben. Hm. Einen Ball, der parallel zur Seitenlinie gespielt wird. Drei Matchbälle hintereinander, einen Doppelfehler oder einen Ballwechsel, der mit einem Netzroller endet. Was war das jetzt nochmal? Also die von den drei Matchbällen, glaube ich nicht. Longline. Einen Ball, der parallel zur Seitenlinie gespielt wird. Drei Einleuchten. Matchbälle hintereinander, einen Doppelfehler oder einen Ballwechsel, der mit einem Netzroller endet. Also B und C hätte ich nicht gesagt. Ja. Der Ballwechsel, der mit einem Netzroller endet. Aber Netzroller ist warum doch... Warum sollte der Longline genau, heißen? Verstehe ich auch nicht. Lange dem, Leine? Dem, oh, weil du gegen das Netz spielst, gegen die lange Leine? Ich bin gerade noch am überlegen, wie bei A der Schlag heißt. Dass dieser ganz lange, der ist relativ langsam, geht relativ weit, damit du Zeit hast, wieder zu reagieren. Aber der hieß anders, der hieß doch nicht Longline. Ich glaube auch nicht, dass bei Mario Tennis da Longline, also die Fachbegriffe. Ich glaube, Mario Tennis ist da auch nicht so ein gutes. Oh, kennt ihr nicht mehr? Du machst irgendwas, also du machst halt bei der Liste, dann schreit er Longline! Ah ja, okay, wissen wir Bescheid. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich wäre Tennis hier bei A. Ich wäre bei D. Bei D beim Netzroller? Ja, bei... warte mal, du hast... Also A ist halt irgendwie so am obviousten und so. Also ich meine, du hast halt die Grundlinie und die Seitenlinie müsste ja dann die Longline sein. Ja. Du hättest aber noch die Line vom Netz. Aber wenn du... Wie heißt denn das nochmal, wenn du so gegen das Netz spielst und dann tippt er doch nur ins gegnerische... Wenn du selber ins Netz schlägst, ist es einfach nett. Ja. Aber wenn du quasi oben faul. So noch an die Kante spielst und dann knuddelt der noch rüber... Longline? Ich will das einfach annehmen. Ich weiß es nicht. Mir ist das auch total egal. Also nehmt ihr einen Ball, also der parallel zur Seitenlinie gespielt wird, ja? Ja, das wäre ja die längste Linie. Das ist nämlich Antwort A. Ja, die längste Linie ist ja eine lange Line. Dann ist diese Antwort korrekt. Ach, leck mich doch. Nice. Okay. Ihr bekommt einen Punkt, die anderen wieder einen Minuspunkt. Okay, und, krass. Ja, wir haben jetzt noch 8 Kategorien. Also, Tiere finde ich jetzt nicht so mega pornös. Tiere ist doch easy. Echt? Ich sehe mich, ehrlich gesagt,
Das Problem ist, dass das umfasst halt drei Themen, Biophysik und Chemie. Da kann auch wieder alles kommen. Ja, in einer Frage ist halt wirklich spannend, was also drei Sachen beinhaltet, ja. Ich wäre eher für Biophysik und Chemie, weil das halt wirklich sehr breit gefächert ist. Ja, ich glaube, da können die auch richtig gut versagen, finde ich auch. Mal gucken, je nachdem, was da kommt. Aber wir nehmen dann Biophysik, Chemie, ja. Ja. Okay, frag uns das, was THC heißt. Komm schon, tu's. Okay, was heißt THC? Ach, THC. So, Tetrahydrocannabinol, ist okay, weiter, komm. Punkt okay, uns, das ist natürlich nicht die Frage. Biophysik, Chemie. Diese Frage beinhaltet eigentlich alles außer Physik, würde ich sagen. Das ist gut. Welches der 57 Elemente, die im menschlichen Körper vorkommen, hat den größten Anteil am Gesamtgewicht eines Menschen? A. Eisen. B. Kohlenstoff. C. Wasserstoff. Oder D. Sauerstoff. Okay, Bram, es geht um Gewicht. Was ist schwer davon? Damit kenne ich mich aus. Ja, ich bin so komplett überhaupt nicht, keine Ahnung. Naja, also pass auf, wenn der Körper zu 80% aus Wasser besteht oder so. Ach so. Ja, und Wasserstoff, ein Teil ist von H2O. Und was hatten wir? Wasserstoff, Kohlenstoff, ihr habt Eisen und? Eisen, Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Er ist belastend. Welches der 57 Elemente, die im menschlichen Körper vorkommen, hat den größten Anteil am Gesamtgewicht eines Menschen? Okay, pass auf, Peter. Dann kann es eigentlich Wasserstoff und Sauerstoff nicht sein, weil in H2O ist das H Wasserstoff und das O ist Sauerstoff. Ja? Dementsprechend, wenn es das Wasser wäre, die Zusammensetzung, dann wäre die Antwort halt Wasserstoff und Sauerstoff. Also kannst du dich ja zwischen Kohlenstoff und Eisen entscheiden. Wieso kann das nicht eins von den beiden sein? Weil die gleich schwer wären. Nee. Wieso? Das ist ja Sepp zwei H und ein O. Also Alter Sepp. Hey, das konnte ich jetzt nicht so stehen lassen. Ja, Wie, das konnte ich jetzt nicht so stehen lassen? Das sind zwei Hs, aber die Hs haben ja weniger Proton als die Os. Und was heißt das? Ein H ist ja leichter als ein O. Ja, okay, also sind die nicht gleich schwer. Ja, sind nicht gleich schwer, das stimmt, aber, die sind, aber trotzdem sind die Hs nicht doppelt so schwer. Die Hs müssten dann wahrscheinlich sogar leichter sein. Ja, ich ja okay, das heißt O vielleicht. Wenn man danach geht, müssen wir eigentlich das schwerste einfach aus dem Weg nehmen. Müsste auch nicht, wa? Das ist geraten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe versucht, mal irgendwie herzuleiten. Feder, ich komme zu dem Entschluss. Ich habe keine Ahnung. Wovon haben wir denn viel? Ist das nicht Wasser. Die gute Herleitung? Wasser haben wir das meiste. Guck mal 70, 80 Prozent Wasser haben wir das meiste. Also sollte man noch das schwerste von H2O nehmen, oder nicht? Weil wenn wir nur so ein bisschen Eisen haben und nur so ein bisschen Kohlenstoff, aber viel Wasserstoff, aber du brauchst doppelt so viel Wasserstoff als Sauerstoff für Wasser, müsste doch eigentlich Sauerstoff die richtige Antwort sein. Ja, dann hast du Sauerstoff, ne. Das ist eine gute Herleitung. Okay, geil. Also nehmt ihr Sauerstoff. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass Sauerstoff schwer ist. Doch, okay. Sauerstoff ist schwerer als Wasserstoff. Wasserstoff ist das Leichteste. Okay. Ich bin auch sehr gespannt. Auf einen normalen Menschen von etwa 80 genommen. Kilogramm Gewicht würden sich nach den genauen Untersuchungen, die hierüber angestellt sind, diese Stoffe folgendermaßen verteilen. Fangen mal sowas an wie Eisen, 45 Gramm. Magnesium, 50 Gramm. Ja, dann kommst du irgendwann, dann hast du dann noch ein paar andere Sachen. Irgendwann kommst du dann zu Kohlenstoff. Oh, fuck. Da hat er 22 Kilogramm. Oder Stickstoff, 1,72 Kilogramm. Aber wie ihr schon herausgefunden habt und wie Sepp euch den netten Tipp gegeben hat, besteht ja H2O, dass der Mensch ganz viel aus H2O und Sauerstoff ja deutlich schwerer ist als Wasserstoff. Und deswegen besteht der menschliche Körper zu 44 Kilogramm, wenn er 80 Kilogramm wiegt, aus Sauerstoff. Jawohl! Ja, richtig! Denn die Protonen oder die Protonenanzahl bei Sauerstoff ist deutlich höher als bei Wasserstoff. Ey, wenn wir so viel Kohlenstoff haben, deswegen sein, kann man aus uns so Diamanten pressen. Ja, ne? Habe ich letztens auch naja, von gehört. Du kannst theoretisch mal, also 22 deswegen Kilogramm Kohlenstoff. Deswegen brennt Kohlen. Wir auch so gut, weil wir so viel Wasserstoff und Sauerstoff haben. Ich glaube, du kannst, wenn du gestorben bist, kannst du so einen Klunker aus dir machen lassen.
Ja, kannst auch aus deinen Tieren machen lassen, theoretisch. Da ist auch Kohlenstoff drin. Ah. Ja, ja, okay, also. Kannst du auch mit deinen Tieren zusammen da reinlegen, hast du einen Kombi-Diamanten. Was ist das denn? Also, ja. Das ist einfach nur fest. Ja, also habt ihr eigentlich ganz gut hergeleitet zu dritt. Ja. Bitte. Das konnte ich einfach nicht stehen lassen. Das hat mir in meinem Naturwissenschaftlerherz so wehgetan. Ja, das finde ich gut. Wir sollten immer mehr falsche Sachen sein. Damit bei Justin Timberlake konnte ich mich echt noch zurückhalten. Ne? Das fand ich einfach nur lustig. Aber da hat es mich zu tief getroffen. Jetzt müssen wir denn nur noch was Schweres drücken, Peter. Ah ja, genau. Genau. Okay, pass auf. Es steht immer noch 2 Punkte Christian Technik und Wissenschaft. Zu 0 zu Bram und Piet. Meinst du? Da hätte ich keinen Bock drauf. Achso, ja stimmt, wir gehen ja danach. Nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Lass denen das geben. Ja. Technik und Wissenschaft? Ja. Okay, dann. Kurz hin scrollen. Ein Teilbereich der Physik. Die Lehre vom Licht ist die A. Phonetik, B. Linguistik, Alter. C. Optik oder D. Analytik. Optik. Was ist Phonetik? Das weiß ich nicht, aber das klingt komisch. Also das habe ich schon mal gehört. Also ich meine, Optik ist natürlich, ne, obvious. Optik ist halt, also ist es halt. Phonetisch. Warte mal, was war da nochmal? Phonetik, also Phonetik ist A, B war Phonetik, Linguistik, Optik, Analytik. Warum kann das nicht die Analytik sein? Also ich meine, Linguistik ist Kram, das können wir raustun, auf jeden Fall. Mhm. Phonetik ist halt Ton. Dann wäre wirklich? Noch Optik und Analytik. Analytik hört sich eher so sehr mathematisch an, weil aber das Problem ist an Physik, dass das immer so ineinander greift. Aber Analytik, aber hey. Analyse. Dann nehmen wir die Optik. Also ich meine, ne, wenn du zum Optiker halt Optik. Gehst, brauchst du ja auch also, nicht in deinem Auge. Kannst du nicht bei Civilization auch Optik erforschen und das ist halt, dann hast du hier das Prisma gehabt als Symbol. Phonetik war. Das ist halt die Optik. Hören, ne? Ja. Dann nehmen wir Optik. Ihr stimmt, Phonetik, Phon, ja. Das kann sein. Die Optik. Optik ist. Richtig! Yay. Das ist einfach unfassbar. Also, das war einfache Fragen kriegen, oder? Ja, das kann nicht wahr sein, Alter. Ich glaube, Phonetik die leichten ist Phonetik Klang, also Ton? Kann ich herausfinden. Ich hätte sagen, das hat was mit Hören zu tun, auf jeden Phonetik Fall. Phonetik ist die Wissenschaft von den sprachlichen Lauten ihrer Erzeugung und Verwendung in der Kommunikation. Okay. Ah, was ist die sprachliche Phonetik? Sprachliche Laute, okay. Das ist aber wichtig. Naja, ja, der Rest ist eigentlich schön. Also. Also ich bin da auch, Tiere finde ich immer noch doof, ne, so persönlich. Echt? Ja, dann, wenn du das persönlich doof findest, dann. Aber 2000er, das kann auch richtig lustig werden, glaube ich. Kann ja auch wieder alles sein, ne, genauso bei Kinderserien, finde ich, sind wir ganz gut aufgestellt, weil ich bin ein bisschen vor dir, du bist danach, da decken wir relativ viel Zeit ab. Aber ey, lass denen die 2000er gehen, die dachten auch, die Backstreet Boys, da wäre hier. Alter, da war ich genauso lost. Alter, das fand ich so gut, da hab ich kurz echt gelacht. Innerlich. Ja, die 2000er kann aber vieles sein, ne? Also ich meine, das kann ja auch sein, das kann ja auch irgendwie zu Ereignissen eine Frage gestellt werden, ich meine, 2000er waren ja mal in 10 Jahren. Ja, stimmt, wie viel Milliarden hat Helmut Kohl unterschlagen? Ja, also keine Ahnung. Ja, also Wer war aus da? Also von mir aus können wir die 2000er nehmen. Ja, lass mal machen. Ihr nehmt die 2000er? Okay. Ja, also die okay. Peter und Dennis. Wenn Peter jetzt kommt, welcher Nobelpreis wurde 2005 oder so entdeckt? Ja, entdeckt. In Medizin. Entdeckt. Guck mal, wir haben einen Nobelpreis gefunden. Krass, Alter, wer hat den denn verbuddelt? Ja. Welcher heutige Internetgigant wurde Anfang 2005 gegründet? Ach, komm. Ja, gut, A. YouTube, B. eBay, C. Instagram, D. Facebook. Boah. Gut, Christian, hätte ich nicht gewusst. Doch, das hätte ich gewusst. Kann ja eigentlich nur YouTube sein. Warum?
Naja, Facebook kam später. Deutlich ja? später. Wirklich? Ja, also Facebook kam halt doch um den Dreh rum, wo, da habe ich bei der Gerresheimer noch gearbeitet. Ja, da wurde das bekannt oder haben die da gegründet? Okay, good point. Nehmen wir das kurz aus. eBay ist aber auf jeden Fall schon uralt. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist vor 2000. Ich habe im Kopf, dass das erste YouTube-Video 2006 hochgeladen wurde, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Würde das passen zur Gründung 2005? Ja, wenn das am 31. passiert ist. Also am nächsten Tag haben die dann hochgeladen oder so. Also ich würd Instagram rausnehmen. Weil Instagram kommt mir relativ früh vor. Ja, Facebook hat das ja viel später gekauft. Ja, genau, aber das heißt ja nicht, dass die dann gegründet wurden. Aber das kam mir trotzdem spät vor. Nee, aber das kann auch nicht, Peter. Pass auf, geh mal los. Instagram kann gar nicht sein, dafür brauchtest du ein Smartphone. Smartphones kamen erst 2008. Das ist ja immer noch dieser Witz mit, was war 2000 bei der WM in Deutschland die Lieblings-App der Deutschen? Keine, es gab kein Smartphone. Ja, okay. Ja. 2008 kam ja erst ein iPhone. Stimmt, 2008 kam auf iPhone und das hatten die wenigsten. Ja. So, eBay war vorher. Ja, bleibt YouTube oder Facebook. Und mein erster Gedanke war YouTube. Ich dachte tatsächlich, dass wir 2015 10 Jahre gefeiert haben bei YouTube. Kann war mein erster sein. Gedanke direkt. Also, das kann auch sein, wenn das erste Video 2.6, wenn ich 2.6 im Kopf habe, kann das genauso gut 2.5 sein. Oder die haben erst gegründet und dann der erste. Weil du gründest ja erst und du hast ja nicht direkt eine Webseite. Vielleicht wird das erst gegründet und dann muss das noch programmiert werden. Oder das Video kam 2005. Von mir aus können wir YouTube nehmen. Okay, ja, Moment, lass ganz kurz auf Facebook durchgehen. Ach so, Facebook. Ja. Da bin ich schwierig. Wann Social Network, der Film. Jo, stimmt, Social Network, der Film. Ich meine, das ist ja alles passiert, bevor wir tatsächlich von Facebook gehört haben. Wir haben ja vorher StudiVZ gehabt. Ja. Das war aber auch MySpace. Schon später. StudiVZ war selbst später, würde ich sagen. StudiVZ hatte ich doch. War ich da schon. Nee, warte mal, lass mich kurz überlegen. Das haben wir schon als Schüler benutzt, meine ich, StudiVZ. Ja, bevor wir studieren gegangen sind, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall. Oberstufe wieder auf. Oberstufe haben wir das benutzt. PietSmiet-Videos schon gedreht, da habe ich erst einen Facebook-Account gemacht. Okay. Das habe ich nämlich im Büro während meiner Arbeitszeit bei der Gerresheimer gemacht. Na gut, das ist ja dann 2011. Das war dann halt 2011 oder so. 11 oder so gewesen, ja, genau. Ja, aber jetzt die Frage: War ich richtig langsamer und dann kam Facebook 2000 schon rausgefühlt? Ich habe 11 Jahre? Nee, das kann nicht sein, oder? Ja, das ist halt echt eine gute Frage. Also, ich finde das deswegen schwierig einzuordnen, weil zwischen der Gründung einer Firma und dem Bekanntwerden des Produktes kann theoretisch unendlich lange Zeit liegen. Ja. Theoretisch. Also kann auch sein, dass die Firma Facebook 1998 gegründet wurde, aber erst, die haben erst irgendeine andere Scheiße gemacht, was weiß ich. Nee, da gibt keinen Sinn bei Facebook, da haben wir ja den Film gesehen. Da wissen wir ja, warum das entstanden ist. Aber warum denn? Ja, weil der Frauen stalken wollte oder bewerten wollte. War das nicht erst ein Bewertungsportal für Frauenfotos? Das war doch dieses Studentenbewertungsportal. Eigentlich war der auf dem Weg, glaube ich, zu Tinder, oder? Also. Ja. Ja, irgendwie dann hast du doch Facebook genannt. Ja, doch Facebook. Also kann natürlich sein, aber trotzdem, ich wäre bei YouTube mit deinen. Ich wäre auch bei YouTube, weil das am nächsten dran wirkt. Das kann aber auch noch was anderes sein, da wäre ich jetzt nicht überrascht, aber ich tendiere auch eher zu YouTube. Tja. Also entscheidet ihr euch für was? YouTube. Nach eurem Vortrag? Facebook, nein, Quatsch, YouTube. Ach, okay. Vortrag. Und das ist korrekt. Ich glaube, Facebook ist älter als YouTube. Und eBay ist noch viel älter. Ja, eBay habe ich auch als alter. eBay habe ich 2001 schon benutzt. Instagram ist viel zu jung. Okay, dann. Und ich meine, Facebook wäre. Überlegt halt weiter und ratet weiter. Ja, ich dachte, ich gebe dir Zeit, bis du da mal alle besucht hast. Ja, wirklich. eBay 1995. Wow, okay. Facebook. Du hast noch nicht gesucht. 2004. Oh. Knapp. Okay, Facebook ganz knapp. Instagram 2010. Ja. Nee, Erscheinungsjahr 2010. Okay, da gibt es ein Erscheinungsjahr. Okay. Keine Ahnung. Wann hat gegründet? Auch 2005 gegründet. Ah.
Nein, da war das echt eng mit Facebook. Okay. Nee, Erscheinungsjahr 2010. Vielleicht heißt bei Instagram die Firma also dahinter nicht Instagram, oder? Ja, das ist dann auch dementsprechend dann gegründet worden. Ja, mittlerweile. Vielleicht. Okay, Bram, ich würde sagen, wir geben den Tiere, oder? Ja. Yay. Wie steht es jetzt eigentlich? Keine Ahnung. 2-0. Doch, zu 0. Wissen wir wohl. Ah ja. Echt? Tiere? Stand nicht davor 2-0, wir haben einen Punkt gekriegt? Nee, jetzt stand minus 1. Ja, es stand 3 zu minus 1 für euch, für die anderen. Okay, also ihr nehmt Tiere, ja? Mhm. Okay, dann... Benjamin. Schade, dass... Obwohl die Frage ist auch gar nicht so schlecht für Sepp. Welche Spinne gilt als die gefährlichste? Deine Mutter. A. Kreuzspinne. B. Schwarze Witwe. C. Trichternetzspinne. D. Vogelspinne. Was heißt als gefährlichste? Als giftigste? Als die gefährlichste. Das ist wirklich sehr. Also wenn wir von der Auswahl ausgehen, die schwarze Witwe ist krasser als die Kreuzspinne. Also ich meine auch die schwarze Witwe. Die Trichternetzspinne. Warte mal, die Vogelspinne würde ich glaube ich rausnehmen. Die ist zwar groß und krass und jagt Vögel oder so. Aber ich glaube, die ist eigentlich gar nicht so aggressiv. Entscheiden müsste ich mich zwischen Trichternetz und Schwarze Witwe. Aber Trichternetz sagt mir nicht mal, also keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Trichternetz müsste doch die halt sein, die einfach ein Trichternetz baut. Deswegen heißt sie ja wahrscheinlich. Was fangen die denn dann vielleicht? Aber also, ich habe noch nie gehört, boah, die Trichternetzspinne, Mensch, da habe ich doch ein ganz Terrarium voll, weil die ist so krass gefährlich. Ich wäre bei der Schwarzen Witwe. Ich kenne die nicht. Aber vielleicht wohnt die auch in Australien irgendwo im Busch und ist deshalb so crazy. Wie heißt denn die in Australien immer in die Schuhe reinrennt? Keine Ahnung. Ich will niemals nach Australien. Da sind Schlangen, Spinnen und ganz viele andere Krabbelviecher. Die großen in Australien sind diese Huntsman Spiders. Die sind schon nicht gerade klein. Aber die sind nicht so krass. Also es gibt doch in Australien die, wo du dann immer gucken musst, dass die halt nicht in deine Schuhe gerannt sind, weil die sind wirklich krass giftig. Und da frage ich mich, ob das eine Trichternetzspinne ist. Lass einfach das Thema schnell beenden und die schwarze Witwe nehmen. Die Ebenenspinne ist es. vielleicht fällt mir das ja noch ein. Wie hieß die noch? Also gefährlichste, hier giftigste Tiere der Welt und so Kram, diese Sendung, die finde ich mal eigentlich ganz cool. Wie hieß die denn noch? Hat nicht die Trichterspinne. Ich kann dir echt nicht weiterhelfen, wenn ich schon daran denke, wie die aussehen, dann schaudert es mich schon. Ich versuche mich zu erinnern, wie die hieß. Also die Horn, die war auch krass. Ich kriege auch ein bisschen Schauer. Ja, ich bin schon. Obwohl, also wenn ich mir gerade so die Bilder davon angucke. Ja, Peter, ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch schon. Ja, sonst dann nehmen wir die Schwarze. Wir nehmen die Schwarze, mir fällt das nicht mehr ein. Also B. B. Die schwarze Witwe nehmt ihr. Die Kreuzspinne kennt man ja auch hierzulande. Ja. Das ist die mit dem fetten weißen Kreuz auf dem Arsch. Die ist, glaube ich, die ungefährlichste von allen. Die finde ich auch schon nicht geil. Dann haben wir die Vogelspinne. Die Vogelspinne ist halt einfach auch in Zweifel eine Übernahme für sehr viele Arten von Spinnen. Ist aber, wenn man eine Standard-Vogelspinne, also diese Standard-Vogelspinne, ich glaube, die gibt es auch, die ist so wie ein Bienenstich. Ja, aber die sind ja auch nicht so, die sind ja auch nicht so wie giftig, ein Bienenstich? Weil die sind ja relativ groß. Vom Schmerz. Die sind ja relativ groß und brauchen nicht so krasses Gift. Genau, die sind nicht so schrecklich. Mann, ey, lass doch mal weitermachen. Dann gibt's die schwarze Witwe und die Trichternetzspinne. Und beide sind Gift. Können tödlich sein. Oh nein, dann ist es die Trichternetzspinne. Ich dachte, die wäre nicht so krass giftig. Keine Ahnung, was das ist. Ich will's auch gar nicht googeln. Das ist die in die Schuhe krabbelt, oder? Obwohl die Tiere nicht aggressiv sind, kommt es dennoch, wenn auch selten, zu Bissunfällen mit Menschen, die für Kinder und kranke oder geschwächte Menschen ernste Folgen haben können. Die meisten Bissunfälle mit schwarzen Witwen in den USA passieren auf Außentoiletten, auf denen die Spinnen ihr Haubennetz unter dem Toilettensitz spinnen, um auf die vom Fäkaliengeruch angelockten Insekten zu lauern.
Setzt nice. Sich ein Mensch unachtsam auf die Brille, kann es Alter. Zum Giftbiss kommen. Ich kann den Arm nicht schön beim Scheißen ballerst du da rein. Normalerweise erholen Boom, sich Junge, die Gebissenen. Ab in den Sack. Zwick, zwick. Normalerweise erholen sich die Gebissenen nach ein paar Tagen. Aber auch Todesfälle, beispielsweise durch Ausbildung eines schweren Lungenödems, sind schon vorgekommen. Trichternetzspinnen. Alter, können wir jetzt mal weitermachen hier mit den ganzen Spinnen, Mann, ey. Die meisten von Sydney, ich habe jetzt die Sydney Trichternetzspinne aufgerufen, verursachten Bissunfälle ergeben sich durch Menschen in der Paarungszeit, was, die Menschen dann auf der Suche nach Weibchen nicht selten in Gebäude oder Poolanlagen gelangen und dort unbemerkt bleiben können. Die Art galt vor der Entwicklung eines Gegengifts im Jahr 1981 als tödlichste Spinne Australiens. Seitdem sind sind keine durch Sydney Trichternetzspinne verursachten Todesfälle bekannt. Damit ist die Trichternetzspinne die gefährlichste trotzdem Spinne. Aber in den USA sterben da noch Leute dran und in Australien nicht mehr und die ist trotzdem naja, die kann, sehr frech. Die ist nur nicht bekannt, genauso wie bei den Schwarzen. Dann war das die Trichternetzspinne auch Witwe. Das Gift der Trichternetzspinne ist krasser als der schwarzen Witwe. Und damit. War die das? So Mist! Oh, wie dumm! Ist die Trichternetzspinne richtig und ihr bekommt keinen Punkt und Bram und Piet bekommen zwei Punkte und haben damit einen Ausgleich. Nee. Alter, nee. Ich dachte, du warst in Australien und die erzählen dir das so, hey, guck mal in den Schuh. Da in der Wüste sind nicht so viele Lebewesen. Mhm. Videospiele, Filme, Essen und Trinken und Kinderserien. Peter, du bist der Favorite. Wait, wir dürfen uns aussuchen. Nee, wir dürfen. Achso, ich würde das sagen. Ich hab tatsächlich gerade nicht genau verstanden, warum wir zwei Punkte bekommen haben. Weil die falsch gesagt haben. Weil ihr eine Kategorie ausgesucht habt, die Bram, Christian und Sepp falsch beantwortet haben. Mir ist halt fast egal. Ich hab die zwei Punkte bekommen, die anderen keine. Das ist mir ehrlich gesagt auch fast egal. Damit habt ihr jetzt Gleichstand, Bram, nur für dich. Ja. Also ich glaube, Filme und Videospiele kann halt so oder so sein. Kann ja immer. Also Essen und Trinken könnte man nehmen. Also, was so super random ist. Kinderserien ist halt auch so eine Frage. Ja. Also jetzt ist wirklich fast egal. Ich würde Essen und Trinken sagen. Okay, dann gönnt euch mal. So, die bräuen nicht. Ein Big Mac mit Cola. Essen und Trinken? Ja. Okay. Dann ist die Frage wie folgt, wenn ich sie finde, da. Welches Getränk welches Getränk enthält klassischerweise 5 Zutaten und hat daher seinen Namen vom indischen Wort für 5? Oder hatten wir mal. Punsch, B, Cocktail, C, Bowle oder D, Grog. Das hatten wir auf jeden Fall mal. Ja, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da war ich Moderator. Kannst du noch mal kurz die Antwort sagen? F. F. Alter. Punsch, Cocktail, Bowle oder Grog? Oder Bowl? Ich denke mal Bowle. Yeah, also B-O-W-L-E. Ja, Cocktail würde ich ausschließen. War ja nur... Du kannst dich auch nicht mehr dran erinnern, oder? Nee. Scheiße. So, dann Grog. Ich dachte tatsächlich bis gerade eben... dass Grog so eine Ein-Ding-Zutat ist, so wie Gin. Ja, so einfach so ein Schnaps. So, du gehst, weißt du, so aus Risen. So, ja, ich nehme halt eine Flasche Grog. Okay, cool. Und da ist dann halt gebrannter Rohrzuckerschnaps drin oder so Geschichten, weißt du? Und das wäre dann halt gewesen. Da mir aber gerade einfällt, dass der von der indischen komischen Sprache kommen soll, nehme ich gerade Grog, weil er ja eher so karibisch angehaucht ist, für mich mal raus und sage, das ist es nicht. Aber was kann 5 in Indisch heißen? Punsch Bowl oder Punsch. Aber eine Bowl ist doch, also Bowl kenne ich als, genau, als diesen Shit, wo du halt Früchte reinballerst, ein bisschen Alkohol und Fruchtsaft. Ja, aber vielleicht besteht die ja in der Klassik aus 5 Aber was ist Zutaten? Punch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kenne Splinter's Punch. Ich kenne gar keinen Punch richtig. Ich weiß überhaupt nicht, was das genau ist. Ja, das ist ein Punsch. Das ist eine gute Frage. Ich meine, das sind halt so Mix-Sachen. Grog ist wenigstens so was, was kannst du in Flaschen kaufen? Ja, vielleicht kannst du Punsch auch in Flaschen kaufen, das weiß ich jetzt nicht. Okay, das wird aus 5 Zutaten gemacht und heißt auf Indisch 5. Ja, oder ähnlich.
Und was war das, Bole oder Bowl? B-O-W-L-E. Okay, Bowly. Bowl. Genau, ich hätte es Bole ausgesprochen, aber Bole. Ich will euch natürlich, dass ich, ne, Bowl meinetwegen auch, ich Hunch. Will, ne? Punch. Weiß es nicht. Ich sprich, okay, hilf mir neu. Der Punjabi MC-Junge ist nah dran. Ja, wie schreibt man den? Schreibt man den Punjabi? Nein. Aber da fangen häufig Begriffe mit P an, habe ich jetzt hier gerade empirisch bewiesen. Peter, Master der Linguistik. Wir können auch Punsch nehmen. Ich das Problem Punsch ist, ich weiß nicht, welche Herleitungstheorie ich noch wählen kann, weil ich weiß bei es halt Bowle, wirklich nicht. Bei Bowle wird mit 5 Buchstaben geschrieben. Punsch auch. Oh, Alter, Moment. Punsch, oder ist Punsch mit SCH? Kannst du bitte einmal Punsch? Ja, ich hab's mit CH jetzt gedacht, aber wird's also mit SCH geschrieben? Der deutsche Begriff für Punsch ist mit SCH. Ja, okay. Und nicht der. Meinen Gästen heute Abend serviere ich immer einen Punch. Punch. Ich hau euch einfach auf die Fresse. Boah, Bram, ich hab echt so keine Ahnung. Was ist das denn für eine Scheißfrage, ey? Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Das ist schon jetzt wichtig, dass ihr die richtige Antwort findet. Ja, ich weiß. Ne? Ja, ganz kurz, lass kurz nochmal nach. Okay, hast du schon mal, also du hast bestimmt schon mal irgendwo Punsch getrunken. Kannst du dich dann erinnern, wo das war? Nein, ich weiß gar nicht, was Punsch ist. Ich habe Punsch im Kopf, als wäre das alkoholfrei für Kinder. Nee, ja doch, Kinderpunsch gibt's noch, ja. Oh, schon mal ein Kinderpunsch. Kinderpunsch, nee, doch, oder? Ist das Glühwein? Ist das Glühwein? Ja, gute alte Kinderpunsch, wo ich erstmal Glühwein nicht der Kinderpunsch ist Glühwein, sondern ich dachte mir gerade so. Das ist die Alternative zu Glühwein. Ja, also ist Punsch Glühwein und Kinderpunsch war dann, also das weiß ich nicht, ja, aber da bin ich gerade überlegen. Ist das so nicht gewesen? Ja, du hast Glühwein gemacht und dann gab es so für die Älteren gab es halt Glühwein und für die Kinder gab es Kinderpunsch? Boah. Also rote Erdbeersaft oder so ein Scheiß, war das oder war das was anderes? Aber Bram, kennst du den Begriff, das ist zusammengepanscht oder irgendwie sowas? Ja, der schmeißt, ja, das ist klar. Das ist so, wenn du so noch Reste quasi hast, so, ja, weißt du, da habe ich so. Ja, hab ich noch so ein paar Sachen zusammengepanscht. Jetzt ist die Frage, kommt der Begriff Punch dann halt vielleicht eher daher und hat gar nichts mit einer 5 zu tun? Oder ist das umgekehrt? Dass man da zusammengepanscht sagt, weil Punch aus 5 oder Punsch aus 5 Zutaten besteht. Ich bin heute wieder in der Kneipe richtig zusammengepanscht worden. Also darüber, man könnte dadurch Punch vielleicht ausschließen oder Punsch, weil du halt sagst, nee, das ist ja, aber das kann ja auch von da kommen. Ja, oh, weißt du, was das Schlimmste ist? Ich denke gerade noch so auf der Glühwein-Geschichte rum, da denke ich mir gerade so, selbst wenn Glühwein Punsch ist, habe ich keine Ahnung, ob Glühwein aus 5 Zutaten besteht oder nicht. Ich würde eher sagen, nicht. Vor allen Dingen, das ist ja auch, wenn das auch von dem indischen Begriff orientiert ist, dann wird das doch auch in Indien getrunken werden. Die trinken doch da keinen Glühwein. Oder? Das ist doch warm. Ja, aber die trinken doch auch warmen Tee da. Ja, aber warmer. Ja, okay, hast auch wieder recht. Scheiße. Wir haben keine Ahnung. Also ich finde, der beste Anhaltspunkt ist immer noch Punsch. Wenn man es ohne S schreibt, schreibt man mit 5 Buchstaben. Ja, und wir brauchen 5 Zutaten. Ja, aber Bola hat doch dann auch 5. Bola hat auch 5 Zutaten. Und was hast du davor gesagt mit Punch? Was mit 5 ist? Sachen zusammengepuncht. Also Sachen zusammengepuncht. Nee, ganz am Anfang hast du was gesagt. Ach so. Genau, empirisch hast du ergeben, MC Punch oder wie der Typ hat ja, Punjabi MC, Junge. Ja, so ganz oft gibt es Wörter im Indischen mit P. So. Ja, okay, lass Punch nehmen. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich auch nicht. Lass das nehmen, Alter. Ich weiß es wirklich. In dem Punsch. Ja. Ja, hey, wow. Okay. Mit dem Zusammenpunchen fand ich sogar tatsächlich eine gute Erklärung. Zählen wir mal. Ja, aber das können ja auch 10 auf Hindi sein. Wir fangen mit 0 an. Okay. Das heißt Punsch. Shuni. Shuni. Dann Ek. Oh, Punsch Shuni ist 0? Ja. Do. Tin. Cha. Und Punch. Yes! Yeah! Als ob. Nice! Die haben Punch ist 0 und Punch ist 5? Ja. Nee, 0 ist Shuni. Achso, ich dachte, ich hab's auch verstanden. Ja, und deswegen heißt der Punjabi, weil er 50er ist.
Ja. Nein, ist Punsch richtig und Alter. Ihr bekommt einen Punkt und die anderen Minuspunkt und ihr habt damit die Führung übernommen. Holy shit, Alter, was war das für eine Geburt, ey? Das war eine Geburt, ja. Eine Schwergeburt. Aber gut, dass ihr euch nicht mehr erinnern konntet, das war gut. Videospiele, Filme, Kinderserien. Dann war's lustiger. Okay, pass auf. Ist mir egal, das ist alles, kann das scheiße sein. Ja, ich würde denen Filme geben. Okay. Weil da haben die, die quasi nur eine Person vor allen Dingen, die das gut kann. Nicht nur das, wenn das nicht die richtige Zeit ist, hat Christian vielleicht Pech. Ja, aber Christian kennt alle Filme eigentlich. Ja, das stimmt auch wieder. Aber Filme, die kriegen Filme. Ja, die kriegen Filme. Gut, dann. Welchen schottischen Freiheitshelden spielt Mel Gibson in Braveheart? Weiß ich! Als ob. William Wallace. Ja? Rob Roy McGregor. B. William Wallace. C. Thomas Hamilton. Oder D. James... Was ist denn Thomas Hamilton? James Watt Greenock. Also Rob Roy kenne ich noch. Es gibt den Rob Roy Weg. Und Rob Roy müsste in ihre... Nee, Moment. Der war auch Schotte. Also den Rob Roy Way bin ich auch gelaufen, aber es war William Wallace. Ja, auf jeden Fall. William Wallace. Das weiß sogar ich noch. Das habe ich mit meinem Papa. Muss ich den fünfmal schon gucken. Der ist auch nicht schlecht. Also seid ihr euch schneller einig als das Gegnerteam. Ja, ja. Gerade. Ja. Sehr schön. Dann ist William Wallace natürlich die richtige Antwort. Yay. Nice. Ich muss drumherum reden. Jetzt dürft ihr euch noch zwischen, wollt ihr Videospiele haben oder Kinderserien am Ende? Das ist die Frage. Das Problem an den restlichen Kategorien ist, da würde ich jetzt mal sagen, ist bei uns allen die Möglichkeit, dass man davon was weiß. Deswegen sind das eigentlich die Kategorien, wo man sich fast nur blamieren kann. Oder du weißt es easy. Von daher ist das gehopst wie gesprungen. Ich glaube, ich würde den Videospiele geben. Also ich sag mal so. Kinderserien. Eine davon finde ich schwierig, eine Frage, und eine davon finde ich nicht schwierig. Ja, das wird dir geholfen. Das hilft halt gar nicht. Das hilft halt gar nicht. Das heißt nur, dass das noch mehr. Das heißt aber, wenn du gleich die Frage vorliest, wissen wir schon, ob wir eine leichte oder eine schwere Frage kriegen. Das ist korrekt. Dann wissen wir, ob wir gewinnen oder nicht. In meinen Augen eine schwierige Frage. Das kann natürlich auch für jemanden was total Einfaches sein. In meinen Augen ist es. Hast du denn noch Videospiele gegeben, oder? Das Problem ist, die Zeit von Kinderserien ist sehr viel länger als Videospiele. Also es gibt viel mehr Kinderserien als Videospiele, aber das heißt auch wieder gar nichts. Das können wir würfeln. Was hast du gesagt? Ich werde für Videospiele abgeben. Dann nehmen wir Videospiele. Also. Dann bekommen Peter und Ich dachte, kann mich noch gar nicht freuen, weil ich nicht sagen kann, ob was besser ist. Nee, aber dann deswegen habe ich das nur gedacht. In welchem Jahr wurde Minecraft erstmals veröffentlicht? 2005, 2007, 2009 oder 2011? Welche Version denn? Es muss 2009 sein. Die erste. Na, 2009? Es muss 2009 sein eigentlich, meiner Meinung nach. Oder? Weil dann hat das ganz langsam angefangen. Dann kam 2010, kam das in Deutschland an, mit dass die ersten YouTuber da Videos drüber gemacht haben. Und 2011 haben wir dann mit Minecraft angefangen. 2.7 okay, ist aber wir haben, weit, oder? Wir haben doch auf jeden Fall Minecraft auch offline gespielt. Mit Patrick noch und so, das weiß ich. War das nicht 2.10? Das kann sein, dass das natürlich 2.10 war. Ich bin auch bei dir bei 2.9. Aus einem ganz anderen Grund. Und zwar, wenn ich aus der Schule kam. 2.8 meine ich, ja. Da muss ich halt aus der Schule 2018. raus gewesen sein. 2.18 nicht. 2.8. Das heißt, ich kam 2.6 aus der Schule raus. Das heißt, 2.6 direkt danach habe ich safe noch nicht digital bezahlen können. Wait, welche Zahlen stehen zur Auswahl? 2.5, 2.7, 2.9, 2.11. Ah ja, okay. Genau, und mit 18 war ich da noch nicht so weit. Ich habe zum Beispiel mein erstes Smartphone erst auch bekommen, als ich schon bei der Gerresheimer angefangen habe zu arbeiten. Da war ich nicht der Erste mit dabei. Bei dem ja, das Einzige, was mich noch mit 2.7 quasi so zum Wackeln bringt, ist, dass wir nicht wissen, wie lange der Person da schon mit den Leuten dran gewerkelt hat, bevor wir das überhaupt mitbekommen haben. Ja, das also, stimmt. Ich weiß nicht, ob das so ein Spätzünder war. Weißt du, der hat da 2.7, hat ja schon die erste Alpha-Version online gestellt. Und dann hat das aber noch
3,5 Jahre gedauert, bis die Leute da tatsächlich gecheckt haben. Aber das ja, kann ich mir nicht vorstellen. Am Anfang durftest du das doch auch für 5 Euro kaufen. Das weiß ich noch. Und dann wurde der Preis erhöht. Wir haben das doch noch so super günstig bekommen. Hilft uns ja, wir waren noch recht früh mit dabei aus der heutigen Perspektive. Ich weiß nicht, ob wir damals aber nicht eher spät waren. Aber ich würde ganz klar zu 9 eigentlich tendieren. Ja, dann lass 2,9 nehmen. Das ist gut erklärt. Okay, nehmen wir 2009. Könnte gut sein. Ja, könnte echt gut sein. Also 2011, wenn wir schon damit angefangen haben. Nee, quasi, ach, 2011 kann ich. Schon viel 2010 hat Erik angefangen. Und die anderen beiden sind zu früh. Also 4 Jahre, bis glaube, die Welt checkt. Ich glaube, 2007 auch wirklich noch. Das hätte ich das mir, echt also lang. 2007 könnte ich mir noch vorstellen. Ich auch. Das würde theoretisch. Echt? Meint ihr wirklich, dass es 4 Jahre teilweise ich halte aber 9 für wahrscheinlicher. Deswegen haben wir das ja auch genommen. Aber ja. Spannend. So war oder so setzt ihr jetzt Christian und Sepp unter Druck. Ach komm, fick dich. Naja, entweder negativ oder positiv. Ja, aber wenn die falsch beantworten, können wir ja ausgleichen. Könnt ihr auch falsch beantworten und ihr dann verliert. Haben wir das heißt, ihr setzt euch unter, ja, setzt euch trotzdem unter Druck, nicht zu gewinnen. Oder ihr verliert. Und ja, aktuell sieht es aus, dass ihr verliert. Richtig. Die Antwort ist richtig. Aber klar, scheiße. Damit steht's 1-3. War das jetzt die einfache Frage? Ich glaube schon. Das war in meinen Augen die einfache Frage. Ah, die schwierige Frage, die vielleicht für euch total einfach ist, ist, wie heißt der Hamster von Nils Holgersson? Martin, Willi, Krümel, Felix. Vielleicht weiß das einer von euch ja easy. Ich Martin oder nicht. Krümel? Wie ist er? Martin, Willi, Krümel, Felix. Ich bin auch irgendwie bei Krümel. Krümel gibt's auf jeden Fall. Ich weiß noch, warte mal, in irgendeiner Kinderserie weiß ich noch, dass jemand mit einer relativ hohen Stimme, und das war kein Mädchen, immer Krümel gerufen hat. Und es könnte der Hamster gewesen sein. Ich wäre für Krümel. Ich wäre also vom Bauchgefühl auch direkt bei Krümel. Ja, dann nehmen wir Krümel. Ihr entscheidet euch für Krümel. Ich habe jetzt gerade mal hier eingegeben. Krümel. Krümel Kinderserie. Und ich finde Bilder von Benjamin Blümchen, Caillou. Benjamin Blümchen, wer war denn Krümel da? Krümel und Fussel, 3 wunderbare Abenteuer. Oh Gott. Und Nils Holgersson, denn das ist die richtige Antwort. Unentschieden. Und damit habt ihr, glaube ich, wieder wir haben noch gelacht, Piet, weißt du. Ja, ja, ich habe deswegen gelacht, weil wir ja gerade erst die 50 Fragen zu Kinderserien hatten. Ah, gab's ja die Frage? Genau. Ja. Ich erinnere mich. Da war ich echt dabei. Da war ich auch nicht bei. Ich weiß, nur Bram und ich, das wollte ich halt vorher nicht sagen, weil vielleicht hättet ihr uns auch die Kinderserie gegeben, weil ihr das nicht auf dem Schirm hattet, dass Bram und ich gerade die 50 Fragen zu Kinderserien und die Krümelfrage kam auch vor. Ich meine schon, ja. Lol. Okay, da war ich halt auch nicht bei, deswegen wusste ich das halt immer. Hätte ich nicht gewusst. Ja, nice. Warum ja, wir denen dann nicht gegeben gut haben, ey. Es steht 2-2, das heißt, es ist absolut unentschieden und wir werden das Spiel mit einem Unentschieden beenden. Weil das ist okay Frage für Gratulation. Also okay wir waren auch gut. Jetzt habt ihr beide verloren. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, ihr geilen Schnittchen. Tschüss. Tschüss. Ciao.